Moinsen und herzlich willkommen zurück hier bei Darksiders. Wir haben letzte Mal den zweiten Boss gelegt und befinden uns jetzt hier im Anvilfjord bei Ulta noch. Wollen hier aber nicht lange verweilen, sondern uns direkt auf dem Weg machen auf weitere Abenteuer bzw. zum dritten Boss. Der, wo ich finde, dass das Gebiet ziemlich anzieht, auch von der, vor allen Dingen vom Look her und von der Komplexität her. Und da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn es heißt, dass ich da natürlich einiges vergessen kann. Aber das wird nice. So, gehen wir einmal hier durch. Hopp, hopp, hopp. Kleinen Moment, da fällt mir gerade noch was. Ah ne, da war was mit einer Kette. Da kommen wir noch nicht weiter. Da gehen wir dann später hin. Das war gar nichts mit dem Handschuh. Handschuh, Handschmuh. So, ah ja, jetzt müssen wir einmal hier drüber. So. Die auch einmal weg. Da oben ist nix. An das Kabel war das. Ja. Oder runterfallen. Guter Start in eine neue Folge. Wie immer. Topform. Ey, wieso springe ich denn nicht? Bin ich behindert? Beantwortet mir das bitte nicht. Ich weiß, dass ich behindert bin, aber wie sehr ist die Frage? So, ganz langsam und kontrolliert. Einmal runter. Tauchen. Ich weiß gar nicht. Ach, zusammen hier müssen wir, ne? Ja, 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 ja. Ach, da vorne waren eigentlich eine Wölkung, Dings, ne? Warte mal. Bevor ich jetzt hier schon mal gut angefangen, die Folge. Ich kann auch einfach da drüben zur Wölkung gehen und mich dahin teleportieren. Warum so schwierig? Weil mir gerade das eingefallen ist, dass wir zusammen hier müssen. Ja, ja. Einmal hier rüber, loslassen. Teleportation. Hi, Wulgrim. Serpent Hole. Ja. Dahin wollen wir. Ja. Bitte. Ah, ja. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche. Bei den kalten Temperaturen, die es hier aktuell zu erdulden gibt. Aber immerhin nicht so kalt wie in Amerika. da frieren ja die Hosen steif. Also, das würde ich nicht aushalten wollen immer. Ist mir hier schon kalt genug. So, einmal. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, genug. Können wir uns mal was gönnen hier. Wulgrim, komm mal raus. Old Wulgrim's got something new for you. Amount of Damage, okay. Gibt's dafür nicht irgendwie was? Oh, ich meine, wir nehmen es einfach mal mit. Ja, 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 ja. Wollen wir neue Moves kaufen? Gibt's hier nicht auch welche für den Handschuh? Genau. Den wollte ich nicht. Den wollte ich, genau. Zack, und dann halt. So. Das ist geil, aber den finde ich sehr, sehr cool immer. Als Finisher oder Combo Sache. Da hinten können wir jetzt weiter, richtig? Nicht recht im Sinne. Ja. Genau, da geht es dann auch nachher lang. Aber erstmal müssen wir unser kleines Präsent hier abgeben. Bei Samael.
Gleich mal ausprobieren hier. Oh ja, nett. Können wir auch einen Finisher mit dem... Ich weiß gar nicht, ob wir einen Finisher... Ob es das Finisher gibt mit der Sense oder dem Handschuh. Ich meine nicht. Ich weiß, dass es bei der Sense, glaube ich, einen Konter gibt. Für den Handschuh vielleicht auch. Das weiß ich aber gerade nicht auswendig. Nur für die Sense, meine ich, habe ich es im Shop gesehen. Aber... Oh, da steht er schon direkt. Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? Ah, I thought the horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worship their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the Chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the Spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile. Fertile with death, decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport. And they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster, there beats the black heart of the Chosen. How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the Chronospheres. It won't be much, perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, horseman, other than our word? Ja, alles klar, der Stygian ist der nächste Auserwählte, den wir für Samael erlegen sollen. Und wir haben... genau, wir können jetzt die Zeit verlangsamen, für eine gewisse Zeit zumindest. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das aktivieren kann. Muss ich das noch zuweisen? Das sieht nicht so aus. Aber das werden wir rausfinden, wenn wir da sind. Da mischen wir ja jetzt eh erstmal hin. Aber bevor wir das machen, wir haben ja jetzt... Hab ich die Pistole nicht zugewiesen? Genau das. Wir haben ja jetzt unsere Pistole. Da hätten wir auch tatsächlich auch schon vorher hochgekommen, fällt mir gerade auf, mit der, mit unserem Boomerang. Und da haben wir noch einen Teil der Abgrundrüstung, aber ich habe es jetzt ja mal jetzt gemacht. Wobei ich weiß gar nicht, ob man mit der Pistole auch nicht entzündete Sachen in die Luft jagen kann.
Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Was wir jetzt mal eben tun werden, wir gehen jetzt zu Wulgrim und kehren nochmal zum ersten Dungeon zurück und holen uns da am Eingang noch das eine Secret, bevor ich das vergesse. Und dann gehen wir weiter. Ich meine, wir müssen da nachher eh nochmal hin, weil es da auch noch was für die Kette gibt, die wir, meine ich, jetzt im nächsten Dungeon bekommen. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ich meine zumindest. Ja, ja, du mich auch, Greetings. Wir wollen zum Anwesen, ja. Da. Seht ihr das? Aha, ich hab's gefunden. Aber. Jetzt muss ich einmal kurz überlegen, wie man da hinkommt. Mit der Schattensicht, mein. Das ist auch ein anderes Secret, fällt mir gerade auf. Das ist nicht das, was ich ursprünglich meinte. Da ist nämlich kein Teil der Abgrundrüstung drin, sondern ein Lebenskern. Aber wie man da rankommt, ich fall mal kurz runter. Okay. Ja, dafür brauchen wir die Fähigkeit, in die Schattensicht zu wechseln. Und zwar, wenn immer wir es, also in die Schattenwelt zu gucken. Und zwar, wann immer wir es möchten. Wie ihr auch da vorne seht. Um darüber zu kommen. Aktuell gibt es da, glaube ich, kein Rüberkommen. Aber das, was ich meinte mit der Abgrundrüstung, ist nochmal was komplett anderes. Genau, hier drüben ist nämlich auch noch... Die gibt es hier überall. Seht ihr ja, hier drüben. Da gibt es auch noch so ein Orb. Wo wir aber... Den können wir so nicht benutzen. Nur in der Schattenwelt. Und dafür sind wir noch nicht stark genug. Ach ja. So, holen wir uns hier einmal hier drüben. Noch ein Secret. Sind nur ein paar Seelen tatsächlich, ja. Aber wir nehmen alles mit, was geht. Da drüben müssen wir nämlich auch noch rüber. Das können wir ja auch noch nicht machen. So viel dazu. Hier nicht irgendwas vergessen? Da, Tatsache. Ich habe hier noch eine Truhe vergessen. Gut, dass ich hier nochmal geguckt habe. Hallo. Gut. Ansonsten glaube ich nix. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zu Wulgrim und begeben uns dann auf den Weg nach... Nicht nach Vertania City, sondern in die Wüste oder in die Aschelande. Ja, wollen wir. Ich gucke mich hier schon mal trotzdem ein wenig um, weil... Also die sind immer gleich, wenn man von einem Punkt zum... einem gewissen anderen Punkt gleich sind das immer dieselben. Also die Secrets sind nicht random, sondern immer an derselben Stelle. Komischer Nebel. Ja, ja. Dazu später mehr. So. Der Styrian. Ja. Einer der nervigeren Bosskämpfe, meiner Meinung nach. Genau wie der letzte Bosskampf vor dem Spiel. Den mag ich auch nicht besonders. Aber hey. Man kann ja nicht alles haben. Bosskämpfe im dritten Teil habe ich tatsächlich sehr gemocht.
mehr als in den anderen Teilen. Also auch im zweiten Teil fand ich die Bosskämpfe jetzt nicht so geil. Aber, naja. Also schlecht waren die natürlich auch nicht, aber jetzt nicht bahnbrechend. Hier ist noch eine Truhe. Nehmen wir gerne mit. Ist da drüben noch was? Nein. Hallöchen. Na, was geht ab, Jungs? Einmal sterben, bitte. Dankeschön. Da geht's nicht lang. Ah, ja, genau. Tunnel. Große, große Tunnel. Ich erinnere mich. Aha, was machst du denn? Hi, na? Was du denn? Zack. Um. Einmal durch da. Ah ja, okay. Ah, da ist eine Chronosphäre. Genau. Aktiviert sich, wenn der Boomerang zu uns zurückgekommen ist. Das ist ein Secret, wo wir noch nichts mitmachen können. Aber ich hole erstmal die ganze Fledermäuse hier weg. Damit die mir gleich nicht auf die Nerven gehen. So, ich kann euch einmal zeigen, was das macht. Vielleicht. Jetzt muss ich mir diese ganzen Portaldinger hier merken. Ist ja nervig. Egal. Also ich kann euch einmal zeigen, was das macht. Das hier macht das Tor auf. Genau, wie ihr seht, geht das Tor nur einmal schnell auf und dann sofort wieder zu. Da kommen wir natürlich nicht durch. Das war zu langsam. Natürlich. Ja, komm, mach hin. Natürlich bringt das nichts, wenn das Tor vorher schon oben ist. So, jetzt kommen wir da durch, weil das Tor natürlich lang genug offen bleibt. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wo ist das andere Portal? Ich meine, das kann mir jetzt aktuell eigentlich noch egal sein, aber ich wüsste das trotzdem gerne. Dann muss ich nachher nicht suchen. Ja, dass er da in die Luft geflogen ist, war ein bisschen ungünstig. Naja, da oben ist sich noch die Truhe. Wie viel Schaden macht das eigentlich an Autos? Oh, genug. Sehr schön. Oh, kommen wir da schon hin? Ach so, ja. Kommen wir, erstmal weitergehen. Put. Also ich mag den Handschuh auch deutlich lieber als die Sense, deswegen werde ich einmal kurz, habe ich schon gemacht, ne? Genau, der Handschuh kriegt mehr Erfahrung. Sehr schön. Damit er auch schön levelt. So, hier ist ein Artefakt drin. Ein Artefakt des Soldaten. Ich weiß gar nicht, wie gut wir da dabei sind, tatsächlich. Hoffe mal. Ich habe jetzt nicht allzu grobe Schnitzer gemacht, was die hier angeht. Und nichts vergessen, was wir uns schon hätten holen können, was ich dann einfach nochmal holen muss. Das wäre ein bisschen doof, weil ich habe mir leider nicht aufgeschrieben. Oh, die sehen ja cool aus. Habe mir leider nicht aufgeschrieben, welche ich schon eingesammelt habe oder nicht, weil ich doof bin. Das heißt, wenn ich das vergessen habe, muss ich das alles nochmal ablaufen und dann zusammenschneiden, aber das ist dann so
hoffe einfach, dass ich nicht zu viel vergessen habe, weil dann kann ich das nämlich alles in ein Video packen am Ende. Oder in zwei Videos, je nachdem wie viel das ist. Und alles, was wir uns noch nicht holen konnten, nacheinander abgrasen, ohne dass ich das schneiden muss. Haha! Zap, zap, ab. Kopf ab. Schöne große offene. Also jetzt sehen wir hier schon. Sind. Aha. Ach, was geht das? Okay, ich muss schnell. Oh, das ist ja derselbe Finisher. Langweilig. Stirb. Ach, naja, kann man nichts machen. Was willst du? Geh mal auf den Boden. Zack. Kaputt. Schön schneller Prozess. Da unten ist ein Vulgrim Shop. Aber ich habe mich hier noch nicht zu Ende umgeguckt, weil die beiden Blöden da mich ja sehr unsanft unterbrochen haben. Okay, hier ist eine. Ah, okay, ja, hier ist ein Teil von etwas, was wir später sammeln müssen. Und da kriegen wir dann auch die Fähigkeit, in die Schattenwelt zu blicken. Und da oben ist noch tatsächlich ein Stück eines Lebenskerns. Sehr, sehr gut. Also ich denke mal, dass es ein Stück ist, weil es ist so einfach, um es nicht zu sein. Vorsichtshalber. Es ist immer so, habe ich mir so angewöhnt, immer alles kaputt machen, was aussieht wie ein Hydrant. Weil ich nicht weiß, ob es hier nicht auch so Geheimnisse gibt, wie mache alle Hydranten kaputt. Ich glaube zwar tatsächlich nicht, dass es das nochmal im Spiel gab, aber wissen tue ich es nicht mehr. Und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Da oben komme ich jetzt noch nicht hin, ne? Nein. Sind hier noch mehr Hydranten? Da hinten glaube ich nicht, die wären zu weit auseinander. Aber da müssen wir gleich eh lang. Waren hier noch Hydranten? Nee, auch nicht, ne? Nö. Ja, dann scheint das nichts gewesen zu sein. Tja, habe ich auch mit nichts anderem gerechnet, tatsächlich. Aber hier steht auch extra schön so eine Wand vor, ne? Aber eine noch. Haben wir wieder einen voll. Ach ja. Dann holen wir uns noch die Vulgrim-Position da unten. Wie kommen wir denn von da wieder weg, frage ich mich. Ach ja, hier ist eine Kletterwand auf der anderen Seite, ne? Passt so gerade eben. Da meldet sich der Timer. Ich will die Knarre wieder haben. Hi, Vulgrim. Ich hab was für dich. Hier. Oh, sehr schön. Können wir uns gleich nochmal was kaufen. Und zwar. So. Zack. Haben wir das auch. Ja. Was ist denn heute los? Also Springen ist heute irgendwie nicht im Programm. Aber guck mal. War schneller als hochklettern. So, die bleiben aber auch kaputt.
komische Sache. Macht mich ein bisschen skeptisch tatsächlich. Aber wir gehen erstmal weiter. Da oben sind noch die coolen neuen Fledermäuse. Und hier gucke ich mich mal ganz genau um. Falls hier irgendwo... Oh! Die können schießen. Ah. Sterben aber genauso schnell wie ihre hässlichen Verwandten. Hier ist nichts, wie es mir aussieht. Ah, scheint so. So, da vorne sind Freunde. Geh mal hier oben lang. Ah! Sogar ein Dicker. Könnten wir jetzt einfach dran vorbeigehen, aber wollen wir natürlich nicht. Hi! Oh, ey. Freund Nase. Mach mal nicht. Wenn ich... Ach so, einfach laufen. Okay, so geht das mit dem Attackieren. Einfach laufen. Und nach einer Zeit macht er dann das Horn von selber ab, glaube ich. Ja. Das ist im zweiten Teil anders. Ey, hau mich nicht. Ich mag es nicht, wenn man mich schlägt. Hören Sie mal! Was hast du davon, weißt du? Nicht immer so unfreundlich sein. So, da oben gibt es, glaube ich, auch nichts. Wir können ja mal schauen. Kommt man doch bestimmt hoch. So, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwie darüber geflogen kommen. Ne, da ist eine unsichtbare Wand. Heißt, wir sollen da nicht lang. So, hier gibt es einen Trick, ein Rätsel. Weil wir müssen eh da hoch. Also schießen wir den Kollegen da oben mal an. Hängen uns an diesen Block. Und warten, bis er das Ganze wieder aufhebt. Die Truhe hole ich mir jetzt noch und dann mache ich ein Folgenpäuschen. So. Zack. Haben wir noch ein Carnage. Okay. Es scheint eine Fähigkeit zu sein. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ach nee, okay, es ist eine Zuweisung für eine Waffe. Okay, jetzt generieren wir wohl Zorn. Habe ich das richtig gelesen? Boost. Ach so, Chaos Game by Chaos. Allows Chaos Generation by all weapons. Okay, jetzt generieren wir Chaos, auch wenn wir mit der Sense angreifen. Und würden mehr bekommen, wenn wir damit, wenn wir das in das Schwert stecken würden. Können wir ja mal zeigen. Chaos sieht da dann aussieht. So. Oh, geil. Es tropft dann Blut. Also, muss ich eigentlich benutzen. Will ich aber nicht. Nein, 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 nein. Ich benutze lieber das. Finde ich besser. Wir haben noch keine legendäre Verbesserung gefunden. By the way, das sind hier die vier. Ich glaube, ich habe sogar schon eine vergessen. Müssen wir nicht links schon eine haben? Kann sein, dass ich was verpeilt habe. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall... oder hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier uns weiter umschauen und weiter Richtung des nächsten Dungeons gehen, sage ich mal. Ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen und Feedback gerne in die Kommentare und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Darksiders. Bis dahin, ciao, ciao!